Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. 463. Folge Let's Show Play Minecraft. Ja, ich bin immer wieder mal zwischendurch so in meiner Welt unterwegs und guck mich so um und habe einfach festgestellt, dass das nachts einfach unheimlich geil alles aussieht. Und deswegen habe ich für euch mal heute eine nächtliche Bootsfahrt durch meine Welt zusammengestellt, wo ich hier einfach mit dem Boot unterwegs bin und ja, so ein paar Orte einfach mal abklappere, tagsüber immer Pause mache und nachts wieder unterwegs bin im Boot. Einfach mal nur gucken, nur genießen, so schön wie die Welt aussieht, nochmal ein paar bekannte Stellen auch nochmal begutachten, vorbeischauen und ja, auf Wunsch eines einzelnen besonderen Kommentators, nämlich den lieben Bubblefish, gibt es heute mal wieder eine Vorlesefolge. Ja, der gute Bubblefish hat nämlich heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von mir. Und ich dachte mir, ja, greifst du mal zu was Besonderem, zu deinem Lieblingsautor Terry Pratchett. Und zwar zu Rollende Steine im Original Soul Music. Der Hintergrund. In dieser Geschichte geht es um Erinnerungen. Und hier soll daran erinnert werden, dass der Tod der Scheibenwelt, aus Gründen, die nur ihm selbst bekannt sind, ein kleines Mädchen rettete und es in seine Domäne zwischen den Dimensionen mitnahm. Er ließ sie zu einer 16-Jährigen heranwachsen, weil er glaubte, ältere Kinder bereiteten weniger Probleme als jüngere. Dies zeigt, dass man eine anthropomorphe Personifizierung sein und trotzdem gewisse Dinge vollkommen falsch verstehen kann. Dass er später einen Lehrling in seine Dienste nahm. Der Junge hieß Mortimer, doch alle nannten ihn Mort. Er und Isabel fanden sich auf den ersten Blick abscheulich und man weiß ja, wohin sowas letztendlich führt. Als Vertreter des Schnitters taugte Mort nicht viel und er brachte die Realität durcheinander. Es kam zu einem Kampf mit dem Tod, den er verlor. Und dass Tod, aus Gründen, die nur er kennt, seinen Lehrling am Leben ließ und ihn zusammen mit Isabel in die Welt zurückschickte. Niemand weiß, warum Tod anfing, sich für die Menschen, auf die seine Arbeit zielte, zu interessieren. Vermutlich war es schlicht und einfach Neugier. Selbst der tüchtigste Rattenfänger interessiert sich früher oder später für Ratten. Vielleicht beobachtet er, wie Ratten leben und sterben. Möglicherweise zeichnet er alle Details der Rattenexistenz auf, obwohl er selbst nie erfährt, wie es sich anfühlt, in einem Labyrinth unterwegs zu sein. Wenn Beobachten das Beobachtete verändert, betrifft die Veränderung auch den Beobachter, wegen der Quanten. Mort und Isabel heirateten. Sie bekamen eine Tochter. Ja, das ist hier einfach ein kurzer Hinweis darauf, ein kurzer Einstieg. Die Scheibenweltromane bauen ja nicht aufeinander auf, nicht direkt, aber sie sind zwar alle unabhängig voneinander, aber so einige beziehen sich doch auf andere, beziehungsweise haben die so als Vorgeschichte. Und hier wird also angespielt auf Mord und Witches Abroad, glaube ich? Nein. Also ein kurzer Einstieg. Man kann das Buch aber auch so lesen, ohne dass man Mord vorher gelesen hat. Wobei es doch schon von Vorteil ist, Mord vorher gelesen zu haben. Aber wie gesagt, es geht auch so, denn in dieser Geschichte geht es auch um Sex, Drogen und Musik mit Steinen drin. Nun, eins von dreien ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es sind natürlich nur 33%, aber es könnte schlimmer sein. Wo soll es aufhören? In einer dunklen, stürmischen Nacht. Eine Kutsche ohne Pferd saust durch einen wackeligen, nutzlosen Zaun und stürzt in die Schlucht dahinter. Sie prallt nicht mal gegen einen Felsvorsprung, bevor sie tief unten im ausgetrockneten Flussbett zerschellt. Frau Anstand nahm ein anderes Blatt zur Hand. Es stammte von einem 6-jährigen Mädchen. Wie wir die Ferien verbracht haben. Ich habe die Ferien verbracht bei meinem Opa. Er hat ein großes weißes Pferd mit F und einen Garten. Er ist ganz schwarz. Wir haben Spiegelei mit Pommes frites gegessen.
Das Öl der Kutschenlampen entflammt, es gibt eine Explosion. Selbst Tragisches muss gewisse Traditionen beachten, deshalb rollt ein brennendes Rad aus dem lodernden Durcheinander. Ein anderes Blatt. Eine Zeichnung, angefertigt von einem 7-jährigen Mädchen. Ganz schwarz. Frau Anstand rümpfte die Nase. Nicht, dass dem Kind etwa nur schwarze Stifte zur Verfügung gestanden hätten. Im Internat für junge Damen in Quirn herrschte kein Mangel an teuren Buntstiften. Stille folgt auf das Knacken und Zischen der letzten Glut. Ein Beobachter beobachtet. Schließlich dreht er sich um und sagt zu jemandem in der Dunkelheit: Ja, ich hätte etwas unternehmen können. Dann reitet er fort. Einmal mehr kramte Frau Anstand in den Unterlagen. Unruhe und Nervosität plagten sie. Typische Empfindungen von jemandem, der viel mit diesem besonderen Mädchen zu tun hatte. Meistens sorgte das Papier dafür, dass sie sich besser fühlte, weil es verlässlicher war. Und dann die Sache mit dem Unfall. Frau Anstand sah sich dann und wann mit der Notwendigkeit konfrontiert, solche Nachrichten zu übermitteln. Das gehört zum Berufsrisiko, wenn man ein großes Internat leitet. Die Eltern vieler Mädchen waren häufig geschäftlich unterwegs und manchmal gingen sie Geschäften nach, die einerseits hohen Profit versprachen und andererseits das Risiko mit sich brachten, unsympathischen Leuten zu begegnen. Frau Anstand wusste, worauf es in solchen Situationen ankam. Es war eine schmerzliche Angelegenheit, die ihren vorbestimmten Lauf nahm. Verblüffung, Schock und Tränen ließen sich nicht vermeiden, doch irgendwann ging es zu Ende. Früher oder später wurden alle damit fertig. Im Bewusstsein von mehr oder weniger intelligenten Wesen scheint es eine Art Drehbuch zu geben. Das Leben ging weiter. Dieses Kind hatte aber einfach nur da gesessen und Frau Anstand mit Höflichkeit entsetzt. Sie war keine unfreundliche Frau, obwohl sie im Verlauf von vielen Jahren auf dem Herd von Bildung und Erziehung ausgetrocknet war. Allerdings legte sie großen Wert auf Gewissenhaftigkeit und, wie ihr Name bereits andeutet, Anstandsformen. Sie wusste, wie es ablaufen sollte, und deshalb ärgerte sie sich, dass es nicht so ablief. Wenn du allein sein möchtest, um zu weinen, sagte sie in dem Versuch, die Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Würde das etwas helfen? Fragte Susanne. Es hätte Frau Anstand geholfen. Sie war nur imstande gewesen zu bemerken: Ich frage mich, ob du meine Worte wirklich verstanden hast. Das Mädchen hatte an die Decke geblickt, als hätte es ein schwieriges Algebra-Problem zu lösen. Schließlich erwiderte es: Ich glaube, ich werde sie verstehen. Susanne schien bereits über alles Bescheid gewusst und sich damit abgefunden zu haben. Frau Anstand hatte die Lehrerinnen gebeten, Susanne aufmerksam im Auge zu behalten. Das sei sehr schwierig, bekam sie zur Antwort, weil... Jemand klopfte so zaghaft an die Tür des Arbeitszimmers, als wollte er eigentlich gar nicht gehört werden. Frau Anstand kehrte in die Gegenwart zurück. »Herein«, sagte sie. Die Tür schwang auf. Susanne verursachte nie ein Geräusch. Die Lehrerin hatte darauf mehrmals hingewiesen. Es sei unheimlich, meinten sie. Das Mädchen erscheine immer dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnete. Ah, Susanne. Ein unsicheres Lächeln huschte über Frau Anstands Gesicht wie ein nervöses Zucken in der Miene eines Schafs. Bitte setz dich. Ja, Frau Anstand. Frau Anstand schob die Blätter hin und her. Susanne. Ja, Frau Anstand. Es betrübt mich sehr, feststellen zu müssen, dass du schon wieder Unterricht versäumt hast. »Ich verstehe nicht, Frau Anstand.« Die Rektorin beugte sich vor. Sie gestand es sich nur sehr ungern ein, aber die Mädchen haftete etwas Abstoßendes an. In der Schule kam Susanne bestens zurecht, zumindest in den Fächern, die sie interessierten. Aber damit hatte es sich auch schon. Ihre Leistungen glänzten auf die gleiche Weise wie ein Diamant, scharf und kühl. »Hast du es wieder getan?« »Muss ich dich an dein Versprechen erinnern, endlich damit aufzuhören?« »Frau Anstand, du bist wieder unsichtbar geworden, stimmt's?« Susanne errötete. »Ebenso Frau Anstand, wenn auch nicht ganz so auffällig.« »Es ist doch lächerlich«, dachte sie. »Lächerlich und verrückt. Es... Oh nein.« Sie drehte den Kopf und schloss die Augen.
Ja, Frau Anstand? Fragte Susanne, als Frau Anstand gerade Susanne sagen wollte. Direktorin schauderte. Auch davon hatten die Lehrerinnen gesprochen. Manchmal beantwortete Susanne Fragen, bevor man sie stellte. Sie fasste sich wieder. Du sitzt noch immer vor mir, nicht wahr? Natürlich, Frau Anstand. Lächerlich. Eine innere Stimme flüsterte in der Internatsleiterin. Sie wird nicht in dem Sinne unsichtbar, nur unauffällig. Sie, Frau Anstand, konzentrierte sich. Ihr fiel die Mitteilung ein, an den Aktendeckel geheftet und von ihr selbst verfasst. Sie las, du redest mit Susanne Stuhelit. Vergiss das nicht. Susanne, fragte sie behutsam. Ja, Frau Anstand. Wenn die Rektorin ihre ganze geistige Kraft für die visuelle Wahrnehmung nutzte, konnte sie Susanne auf dem Stuhl sehen. Wenn sie sich wirklich bemühte, war sie auch in der Lage, die Stimme des Mädchens zu hören. Es kam in erster Linie darauf an, gegen die Überzeugung anzukämpfen, allein zu sein. Frau Lästig und Frau Grex haben sich beschwert, sagte sie. Ich bin immer in der Klasse, Frau Anstand. Das glaube ich gern. Frau Verräter und Frau Stempel bestätigen, dass sie dich die ganze Zeit übersehen. Darüber hat es im Lehrerzimmer eine Kontroverse gegeben. Es liegt daran, dass dir Logik und Mathematik gefallen, nicht wahr? Im Gegensatz zu Sprache und Geschichte. Frau Anstand konzentrierte sich erneut. Das Mädchen konnte den Raum unmöglich verlassen haben. Wenn sie die Ohren spitzte und ganz aufmerksam lauschte, dann glaubte sie fast eine Stimme zu hören, die flüsterte. Ich weiß nicht, Frau Anstand. Susanne, es ist sehr ärgerlich, wenn du... Frau Anstand zögerte. Sie sah sich im Arbeitszimmer um und blickte dann auf die Mitteilung an der Akte. Mit gerunzelter Stirn las sie die Worte, zerknüllte den Zettel und warf ihn in den Papierkorb. Anschließend nahm sie einen Stift, starrte einige Sekunden lang ins Leere und widmete sich dann wieder der Buchführung. Nachdem Susanne einige Zeit höflich gewartet hatte, stand sie auf und verließ das Zimmer so leise wie möglich. Gewisse Dinge haben vor anderen Dingen zu geschehen. Götter spielen mit dem Schicksal der Sterblichen, doch zuerst müssen sie die Figuren aufs Spielbrett stellen und nach den Würfeln suchen. In Lamedos, einem kleinen Land in den Bergen, regnete es ständig. Regen war der wichtigste Exportartikel. Es gab sogar Regenminen. Der Bade namens Imp saß unter einem immergrünen Baum aus reiner Angewohnheit. Er gab sich keineswegs der Hoffnung hin, dass ihn die Pflanze vor dem Regen schützte. Wasser rann durch das Gewirr aus dornigen Blättern und bildete kleine Bäche auf den Zweigen. Eigentlich fungierte der Baum als Regenkonzentrator. Ab und zu klatschten Regenklumpen auf Imps Kopf. Er war 18, außerordentlich talentiert und derzeit unzufrieden mit seinem Leben. Er drehte die Harfe, seine herrliche neue Harfe, und beobachtete den Regen. Tränen rannen ihm über die Wangen und vereinten sich mit der allgegenwärtigen Nässe. Götter mögen solche Leute. Das heißt, wenn die Götter jemanden vernichten wollen, schicken sie ihm zunächst Wahnsinn. Das stimmt nicht ganz. Wenn die Götter wirklich jemanden vernichten wollen, dann geben sie dem Betreffenden das Äquivalent einer Sprengstoffstange, auf der Dynamit geschrieben steht und deren Zündschnur brennt. Das ist viel interessanter und geht schneller. Susanne schlurfte durch den nach Desinfektionsmittel riechenden Flur. Voranstands Gedanken und Überlegungen kümmerten sie kaum. Eigentlich machte sie sich nie Sorgen um das, was andere dachten. Sie wusste nicht, warum die Leute einfach vergaßen, wenn sie es wollte. Nachher waren die Betroffenen immer zu verlegen, um sie darauf anzusprechen. Gelegentlich fiel es den Lehrerinnen schwer, sie zu sehen. Daran gab es nach Susannes Meinung nichts auszusetzen. Oft nahm sie ein interessantes Buch mit in die Klasse und las es in aller Ruhe, während den anderen Schülerinnen die wichtigsten Exportartikel von Klatsch zuschießen. Tod starrte ins Nichts, das knöcherne Kinn auf die Hand gestützt. Albert näherte sich vorsichtig. In seinen introspektiven Momenten, und dies war einer, fragte sich Tod oft, warum der Diener stets den gleichen Weg nahm. Ich meine, wenn man die Größe des Zimmers bedenkt, dachte er. Es erstreckte sich bis in die Unendlichkeit. Besser gesagt, es kam der Unendlichkeit so nahe, dass der Unterschied keine Rolle spielte.
Der Raum durchmaß etwa 1,5 Kilometer. Das ist ziemlich viel für ein Zimmer, die Unendlichkeit hingegen sieht man kaum. Tod hatte gewisse Dinge durcheinander gebracht, als er das Haus schuf. Er fühlte sich keineswegs verpflichtet, Zeit und Raum zu gehorchen. Diese Kategorien waren für ihn nur etwas, das er ganz nach Belieben manipulieren konnte. Zum Beispiel waren die inneren Dimensionen des Gebäudes zu großzügig gestaltet. Er hatte vergessen, dass das Haus außen größer sein musste als innen. Ähnliches galt für den Garten. In einem aufmerksamen Moment stellte er fest, dass andere Leute Farben für wichtig hielten. Zum Beispiel bei Rosen. Todes Rosen waren schwarz. Schwarzes gefiel ihm, es passte zu allem. Früher oder später wurde alles schwarz. Die ihm bekannten Menschen, einige von ihnen hatte er näher kennengelernt, reagierten seltsam auf die unmöglichen Ausmaße der Zimmer. Sie achteten einfach nicht darauf. Wie Albert. Die große Tür hatte sich geöffnet und der Diener war eingetreten mit einer Tasse, die er vorsichtig auf der Untertasse balancierte. Und dann stand er plötzlich in der Mitte des Zimmers, am Rand des quadratischen Teppichs, der sich unter dem Schreibtisch erstreckte. Tod fragte sich nicht mehr, wie Albert die Strecke von der Tür zu seinem Arbeitsplatz zurücklegte, weil er erkannte, für seinen Diener existierte die Strecke überhaupt nicht. Ich habe dir Kamillentee gebracht, Herr, sagte Albert. Hm? Herr? Entschuldige, ich bin ganz in Gedanken gewesen. Was hast du gesagt? Kamillentee. Ich dachte, aus Kamille macht man Seife. Seife und auch Tee, Herr, erwiderte Albert. Besorgnis erfasste ihn. Er war immer besorgt, wenn Tod begann, über Dinge nachzudenken. In seinem Job war zu häufiges Nachdenken unangebracht. Außerdem dachte er auch noch auf die falsche Art nach. Ausgesprochen nützlich. Sowohl drinnen als auch draußen sauber. Tod stützte wieder das Kinn auf die Hand. Herr, fragte Albert nach einer Weile. Der Tee wird kalt, wenn du ihn stehen lässt. Albert? Ja, Herr. Ich habe überlegt. Herr? Worauf läuft eigentlich alles hinaus? Ich meine, wenn man genau darüber nachdenkt, wo liegt der Sinn des Ganzen? Ich weiß es nicht, Herr. Ich wollte es nicht, Albert, das weißt du. Mir ist jetzt klar, was sie meinte, und es geht nicht nur um die Knie. Wie bitte, Herr? Keine Antwort. Albert blickte zurück, als er die Tür erreichte. Tod starrte wieder ins Nichts. Niemand konnte so gut starren wie er. Nicht gesehen zu werden, das war kein Problem. Weitaus problematischer waren jene Dinge, die sie immer wieder sah. Die Träume. Natürlich konnten es nur Träume sein, Susanne wusste, was die modernen Theorien behaupteten. Sie definierten Träume als Bilder, die entstanden, während das Gehirn die Ereignisse des Tages verarbeitete. Sie wäre bereit gewesen, eine solche Erklärung zu akzeptieren, wenn diese Ereignisse des Tages jemals fliegende weiße Pferde, große dunkle Zimmer und jede Menge Totenschädel beinhaltet hätten. Wenigstens waren es nur Träume. Susanne hatte auch andere Dinge gesehen, zum Beispiel eine seltsame Frau im Schlafsaal. Sie erschien in jener Nacht, als Rebecca Scharf einen Zahn unter ihr Kissen legte. Die Frau kam durchs offene Fenster und blieb am Bett stehen. Sie sah fast wie ein Milchmädchen aus und wirkte überhaupt nicht furchterregend, obwohl sie durch die Möbel schritt. Münzen klirrten. Am nächsten Morgen fehlte der Zahn und Rebecca war um 50 Antmorgpoxcent reicher. Susanne verabscheute so etwas. Sie wusste, dass labile Personen von der Zahnfee erzählten, was noch lange nicht bedeutete, dass auch eine existieren musste. Derartige Überzeugungen deuteten auf wirre Gedanken hin. Von wirren Gedanken hielt sie nichts und Frau Anstand hielt so etwas für besonders schlechtes Benehmen. Eigentlich war die Herrschaft von Frau Eulalia Anstand gar nicht so übel. Sie und ihre Kollegin Frau Delokos hatten das Internat auf der Basis einer erstaunlichen Idee gegründet. Da es für Mädchen kaum etwas zu tun gab, bis sie geheiratet wurden, konnten sie sich die Zeit damit vertreiben, etwas zu lernen. Es gab viele Schulen auf der Scheibenwelt, aber sie wurden entweder von Kirchen oder von Gilden geleitet. Voranstand glaubte, dass sich Kirchen nicht mit Kirchen, nicht Kirchen, 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 ja,
dass sich Kirchen nicht mit Logik vereinbaren ließen. Also nicht das Obst, sondern die Institution. Und sie bedauerte es, dass nur zwei Gilden Mädchen ausbildeten. Die Diebe und die Näherinnen. Dort draußen wartete eine große und gefährliche Welt. Es konnte sicher nicht schaden, wenn junge Damen ihr mit fundiertem Wissen in Geometrie und Astronomie unter dem Mieder gegenübertraten. Frau Anstand vertrat den Standpunkt, dass es zwischen Mädchen und Jungen eigentlich gar keinen Unterschied gab. Zumindest keinen nennenswerten. Beziehungsweise keinen, über den Frau Anstand reden wollte. Deshalb hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, bei den ihr anvertrauten jungen Damen logisches Denken und einen forschenden Geist zu stimulieren. Das war zwar ebenso klug wie die Absicht, hungrige Alligatoren in ein Boot aus Pappe zu jagen. Wenn Frau Anstand mit bebendem Kinn von den Gewahren in der Stadt berichtete, so gelangten 300 mit einem forschenden Geist ausgestattete Mädchen zum Schluss, dass darüber so schnell wie möglich gründliche Untersuchungen stattfinden mussten. Logisches Denken führte außerdem zu der Frage, woher Frau Anstand von solchen Dingen wusste. Die hohen, mit Eisenspitzen versehenen Mauern des Internats waren keineswegs unüberwindlich für jemanden, der sich mit Trigonometrie auskannte und dessen Körper durch Fechten, viel Gymnastik und kalte Bäder bestens vorbereitet war. Wenn Frau Anstand von Gefahren sprach, wurden sie erst richtig interessant. So viel zu der Sache mit der mitternächtlichen Besucherin. Nach einer Weile glaubte Susanne, dass sie sich alles nur eingebildet hatte. Dies war die einzige logische Erklärung. Auch in dieser Hinsicht war sie außerordentlich talentiert. Was Susannes Aussehen betraf. Vielen Leuten schien sie wie eine Löwenzahnuhr, die sich anschickt, die Zeit anzuzeigen. Das Internat kleidete seine Schülerinnen in weite marineblaue Wollkittel, die vom Hals bis zu den Fußknöcheln reichten. Praktische, gesunde Kleidung und so attraktiv wie eine Holzplanke. Die Taille saß knapp über dem Knie. Susanne hatte bereits damit begonnen, ihren Kittel auszufüllen, und zwar auf der Grundlage jener uralten Regeln, von denen Frau de Locus eher widerstrebend in Biologie und Hygiene berichtete. Nach ihrem Unterricht glaubten die Mädchen, sie müssten irgendwann ein Kaninchen heiraten. Susanne verließ Frau de Locus Unterricht mit dem Gefühl, dass das Pappskelett in der Ecke des Klassenzimmers wie jemand aussah, den sie kannte. Wegen ihrem Haar blieben die Leute oft stehen und sahen sich nach ihr um. Es war völlig weiß, bis auf einen schwarzen Streifen. Die Internatsvorschriften verlangten Zöpfe, doch Susannes Haar hatte die geradezu unheimliche Eigenschaft, immer wieder zur ursprünglichen Form zurückzukehren. In dieser Hinsicht ähnelte es den Schlangen der Medusa. Kaum jemand hat sich mit der Frage beschäftigt, wo das Schlangenhaar der Medusa wuchs. Achselhaar kann zu einem noch peinlicheren Problem werden, wenn es immer wieder nach dem Deodorantfläschchen beißt. Und dann war da das Muttermal, wenn es wirklich ein Muttermal war. Es zeigte sich nur, wenn Susanne errötete. Dann erschienen drei blasse Striemen auf ihrer Wange, als hätte sie eine Ohrfeige erhalten. Wenn sie sich ärgerte, und sie ärgerte sich oft, meistens über die Dummheit der Welt, glühten die Linien. Eigentlich war jetzt Literatur dran. Susanne verabscheute Literatur. Viel lieber las sie ein gutes Buch. Derzeit lag Logik und Paradox vor ihr und bei der Lektüre stützte sie das Kinn auf die Hände. Mit halbem Ohr lauschte sie den Aktivitäten der übrigen Klasse. Gerade wurde ein Gedicht über Narzissen vorgelesen. Der Dichter hatte sie offenbar sehr gemocht. Susanne hatte klare Prinzipien, das war ein freies Land, jeder konnte Gefallen an Narzissen finden, wenn er wollte. Doch nach Susannes sehr kategorischer Meinung durfte es niemandem erlaubt sein, auf mehr als einer Seite zu beschreiben, warum ihm Narzissen gefielen. Sie kümmerte sich wieder um ihre eigene Bildung. Ihrer Ansicht nach störte die Schule nur dabei. Um sie herum wurde die Vision des Dichters mit laienhaften Instrumenten auseinandergenommen. Die Küche war ebenso riesig wie Tods Arbeitszimmer und der Rest des Hauses. Ein ganzes Heer von Köchen hätte sich in ihr verirren können. Die fernen Wände blieben im Schatten verborgen und das Ofenrohr, getragen von verrußten Ketten und schmierigen Seilen, verschwand einen halben Kilometer über dem Boden in der Finsternis. Diesen Eindruck gewann der Besucher. Albert verbrachte seine Zeit in einem kleinen, gekachelten Bereich,
der genug Platz bot für Geschirrschrank, Tisch und Herd und für den Schaukelstuhl. Wenn ein Mensch fragt, wo liegt der Sinn des Ganzen, dann geht's ihm ziemlich dreckig, sagte Albert, während er sich seine Zigarre rollte. Ich habe allerdings keine Ahnung, was es bedeutet, wenn solche Worte von ihm kommen. Vermutlich ist es eine seiner Launen. Der andere Anwesende nickte nur. Er hatte den Mund voll. Die Angelegenheit mit seiner Tochter, fuhr Albert fort. Ich meine, Tochter? Und dann erfuhr er von Lehrlingen. Er brauchte überhaupt keinen, aber er musste unbedingt los und sich einen besorgen. Ha! Dadurch gab es nur Ärger. Und was dich betrifft, auch du bist das Ergebnis einer seiner Launen. Nichts für ungut, fügte er hinzu, als er sich daran erinnerte, wem seine Worte galten. Mit dir ist soweit alles in Ordnung. Du erfüllst deine Pflicht. Wieder ein Nicken. Er versteht's immer falsch, sagte Albert. Genau da liegt das Problem. Weißt du noch, als er von Silvester erfuhr? Erinnerst du dich daran? Wir mussten alles den Traditionen gemäß vorbereiten. Gelanden und der ganze Kram. Und er trug einen Papphut mit der Aufschrift, ist das nicht lustig? Ich schenkte ihm Nippes für den Schreibtisch und er gab mir einen Ziegelstein. Albert hob die Zigarette zum Mund. Sie war meisterhaft gerollt. Nur ein Experte konnte so dünne und gleichzeitig so feuchte Zigaretten rollen. An dem Ziegelstein gab es nichts auszusetzen. Ich habe ihn noch irgendwo. Quiek, kommentierte der Rattentod. Da hast du vollkommen recht. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Er versteht einfach nicht, worum es geht. Und er kommt über gewisse Dinge nicht hinweg, weil er nie etwas vergisst. Er saugte an der Zigarette, bis ihm die Augen tränten. Worauf läuft eigentlich alles hinaus? Wo liegt der Sinn des Ganzen? Albert seufzte. Meine Güte. Aus reiner menschlicher Angewohnheit sah er zur Küchenuhr. Seit er sie gekauft hatte, bewegten sich ihre Zeiger nicht mehr. Um diese Zeit ist er meistens zu Hause, sagte er. Was ihn wohl aufgehalten mag? Nun, ich bereite besser das Tablett für ihn vor. Der heilige Mann saß unter einem heiligen Baum. Seine Hände ruhten auf den Knien der überkreuzten Beine. Er hielt die Augen geschlossen, um sich besser auf das Unendliche zu konzentrieren. Seine Kleidung bestand nur aus einem Lendenschurz, als Zeichen der Geringschätzung scheibenweltlicher Dinge. Vor ihm stand ein Holznapf. Nach einer Weile spürte er, dass er beobachtet wurde. Ein Lied leigte sich langsam nach oben. Eine kaum wahrnehmbare Gestalt saß in der Nähe. Später war er sicher, dass es jemand gewesen war. An das Aussehen konnte er sich nicht genau erinnern, aber er zweifelte nicht daran, dass die Person ein Erscheinungsbild gehabt hatte. Sie war etwa so groß gewesen und außerdem ungefähr... Entschuldigung. Ja, mein Sohn? Der heilige Mann runzelte die Stirn. Du bist doch männlichen Geschlechts, oder? Ich glaube schon, mehr oder weniger. Nun? Angeblich weißt du alles. Der heilige Mann öffnete nun auch das andere Auge. Das Geheimnis der Existenz besteht darin, weltliche Bindungen zu verachten, die Chimäre Welten materieller Werte zu meiden und die Einheit mit dem Unendlichen anzustreben, erklärte er. Und dass mir deine Diebesfinger nicht in den Bettelnapf rühren. Der Anblick des Bittstellers bereitete ihm Unbehagen. »Ich habe die Unendlichkeit gesehen«, sagte der Fremde. »Sie ist nichts Besonderes.« Der heilige Mann blickte sich um. »Sei nicht dumm«, erwiderte er. »Die Unendlichkeit kann man nicht sehen, weil sie unendlich ist.« »Ich habe sie trotzdem gesehen.« »Na schön, beschreib sie mir.« »Sie ist blau.« Der heilige Mann rutschte nervös hin und her. So sollte es eigentlich nicht ablaufen. Ein kurzer Hinweis auf das Unendliche und ein demonstrativer Wink in Richtung Bettelnapf, das genügte in den meisten Fällen. »Sie ist schwarz«, murmelte er. »Nicht von außen betrachtet«, widersprach der Fremde. »Der Nachthimmel ist schwarz, aber das ist nur der Raum. Die Unendlichkeit glänzt blau.« »Weißt du auch, welches Geräusch eine klatschende Hand macht?«, fragte der heilige Mann gehässig. »Ja.« Die andere Hand besorgt das Atsch. Nein, da irrst du dich. Der heilige Mann fühlte sich jetzt wieder auf sicherem Terrain.
Er hob eine dürre Hand und bewegte sie hin und her. »Na bitte, alles bleibt still.« »Du hast nicht geklatscht, nur mit der Hand herumgefuchtelt.« »Ich habe geklatscht, allerdings nur mit einer Hand.« »Welche Art von Blau?« »Es war kein Klatschen, nur wahres Gestikulieren. Ultramarin.« Der heilige Mann sah über den Hang des Berges. Mehrere Personen näherten sich auf dem Weg von unten. Sie hatten Blumen im Haar und trugen etwas, das verdächtig nach einer Schüssel Reis aussah. »Oder vielleicht ist es gar kein Blau in dem Sinne, mehr eine Art Nilgrün.« »Jetzt hör mal, mein Sohn«, sagte der heilige Mann hastig. »Was willst du eigentlich? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.« »Doch, das hast du. Glaub mir.« »Weshalb bist du zu mir gekommen?« »Warum müssen die Dinge so sein, wie sie sind?« »Nun, du weißt es nicht, oder?« »Ich weiß es nicht genau. Die ganze Sache gilt als geheimnisvoll.« Der heilige Mann füllte einen durchdringenden Blick auf sich ruhen und glaubte zu spüren, dass sein Schädel transparent wurde. »Dann möchte ich dir eine einfachere Frage stellen. Wie vergessen Menschen?« »Vergessen? Was?« »Dies und das. Alles.« »Es geschieht automatisch. Die mutmaßlichen Priester hatten inzwischen die Kurve. Der Berggipfel erreicht. Der heilige Mann griff rasch nach seinem Bettelnapf. »Nehmen wir an, das hier ist dein Gedächtnis«, sagte er und winkte mit dem Napf. »Es passt nur eine bestimmte Menge hinein. Wenn Neues hinzukommt, muss Altes weichen, um Platz zu schaffen.« »Nein, ich erinnere mich an alles. An alles. An Türknäufe. An Sonnenschein, der sich auf Haaren spiegelt. An Gelächter. An das Geräusch von Schritten. An jedes noch so kleine Detail, als sei es erst gestern geschehen oder als hätte es sich morgen ereignet. An alles erinnere ich mich. Verstehst du?« Der heilige Mann kratzte sich am kahlen Kopf. »Das traditionelle Vergessen geschieht auf folgende Weise«, sagte er. »Man tritt in die klatschianische Fremdenlegion ein, trinkt das Wasser eines magischen Flusses und kippt jede Menge Alkohol.« »Ah, ja. Yeah. Aber Alkohol schwächt den Körper und ist Gift für die Seele.« »Klingt gut.« »Herr?« Der heilige Mann drehte sich gereizt um. Die Priester waren eingetroffen. »Einen Augenblick, ich spreche gerade mit...« Von dem Fremden fehlte jede Spur. »Herr, wir haben einen langen Weg hinter uns um...« begann einer der Neuankömmlinge. Der heilige Mann hob die Hand, hielt sie senkrecht und bewegte sie einige Male hin und her. Er brummte etwas Unverständliches. Die Priester wechselten erstaunte Blicke. Sie hatten sich diese Begegnung anders vorgestellt. Schließlich nahm einer von ihnen seinen ganzen Mut zusammen. »Herr?« Der heilige Mann drehte sich um und versetzte ihm eine Ohrfeige. Es klatschte auf angemessene Weise. »Na bitte!« »Und nun, was kann ich für euch...« Der heilige Mann unterbrach sich, als eine Meldung der Ohren sein Gehirn erreichte. »Warum hat er von Menschen gesprochen?« Tod wanderte nachdenklich über den Hang und näherte sich einem in aller Ruhe grasenden weißen Pferd. »Derzeit brauche ich dich nicht«, sagte er. Das Pferd musterte ihn aufmerksam. Es war viel intelligenter als die meisten Pferde. Keine besondere Leistung. Offenbar merkte es, dass mit der Gestalt in Schwarz etwas nicht stimmte. »Es könnte eine Weile dauern«, sagte Tod. Und er ging los. Müssen wir noch ein bisschen weiterblättern, weil hier noch eine andere Geschichte, ein zweiter Handlungsstrang erzählt wird. So, da haben wir es wieder. Die Legende stimmte. Es gab tatsächlich einen Fluss, der Vergessen brachte, wenn man auch nur einen Tropfen von seinem Wasser trank. Viele Leute glauben, dass es der Fluss Ankh war, dessen Wasser nicht nur getrunken, sondern auch geschnitten und gekaut werden kann. Ein Schluck Ankh-Wasser würde vermutlich dafür sorgen, dass der Trinkende sein Gedächtnis verliert. Er müsste zumindest damit rechnen, dass Dinge passieren, an die er sich später nicht erinnern möchte.
Wie dem auch sei, der legendäre Fluss existierte wirklich. Allerdings hatte die Sache einen Haken. Niemand weiß, wo der Fluss des Vergessens fließt. Wer ihn findet, hat stets großen Durst. Tod wandte seine Aufmerksamkeit anderen Dingen zu. So. Wo geht's weiter? Glott. Jawohl. Mit Geschichte konnte Susanne nicht viel anfangen. Sie war immer so langweilig. Dumme Leute stellten immer wieder die gleichen dummen Dinge an. Wie konnte man das interessant finden? Ein König war so gut wie jeder andere. Die Klasse erfuhr gerade von einem Aufstand, bei dem Bauern versucht hatten, ihre Existenz als Bauern zu beenden. Die Adligen gewannen, was dazu führte, dass die Existenz der Bauern tatsächlich endete, und zwar ziemlich schnell. Wenn sie sich die Mühe gemacht hätten, lesen zu lernen und sich mit historischen Unterlagen zu befassen, wäre ihnen klar geworden, mit Sensen und Heugabeln lässt sich kaum etwas gegen Armbrüste und Breitschwerter ausrichten. Eine Zeit lang hörte Susanne mit halbem Ohr zu, bis sie sich schließlich zu sehr langweilte, ein Buch hervorholte und aus dem Blickwinkel der Welt verschwand. Quiek! Susanne blickte zur Seite. Neben ihrem Pult stand eine winzige Gestalt auf dem Boden. Die Erscheinung hatte bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Skelett einer Ratte, das einen schwarzen Umhang trug und eine kleine Sense in der knöchernen Pfote hielt. Susanne wandte sich wieder dem Buch zu. Solche Dinge existieren nicht. Da war sie sich sicher. Sie senkte erneut den Blick und stellte fest, dass die winzige Gestalt noch immer neben ihrem Pult stand. Nun, das Abendessen des vergangenen Tages hatte aus überbackenem Käsetoast bestanden. Da musste man wohl mit solchen Konsequenzen rechnen. Dich gibt es gar nicht, sagte Susanne. Du bist nur ein Stück Käse. Als die Erscheinung sicher sein konnte, Susannes volle Aufmerksamkeit zu haben, holte sie eine kleine Sanduhr hervor und deutete darauf. An dem Stundenglas war eine goldene Kette befestigt. Entgegen aller Vernunft beugte sich Susanne nach unten und öffnete ihre Hand. Die Gestalt kletterte hinein, ihre Füße fühlten sich an wie Stecknadeln und musterte sie erwartungsvoll. Die Schülerin hob das etwas in die Augenhöhe. Ein Hirngespinst, ein Produkt ihrer eigenen Fantasie. Etwas anderes kam nicht in Frage. Trotzdem erwachte Neugier in Susanne. »Du hast doch nicht vor, bei meinen Pfoten und Schnurrhaaren zu sagen, oder?« fragte sie misstrauisch. »Wenn du dich dazu hinreißen lässt, werfe ich dich in den nächsten Abort.« Die Ratte schüttelte den völlig schnurrhaarlosen Kopf. »Gibt es sich wirklich?« »Entschuldige«, sagte Susanne. »Ich spreche kein Nagetierisch. In modernen Sprachen wird nur Klatschianisch unterrichtet und ich habe gelernt, wie man das Kamel meiner Tante ist in die Fata Morgana gefallen«, sagt. »Wenn ich mir deine Existenz nur einbilde, könntest du versuchen, etwas hübscher auszusehen?« »Ein Skelett, selbst ein kleines, sieht nie in dem Sinne hübsch aus, nicht einmal dann, wenn es eine offene Miene hat und lächelt.« Doch Susanne gewann plötzlich den Eindruck, besser gesagt, sie erinnerte sich, dass dieses Skelett nicht nur wirklich existierte, sondern auch auf ihrer Seite war. Das erstaunte sie. Bisher war nur sie selbst auf ihrer Seite gewesen. Die Ratte richtete einen stummen Blick auf Susanne, nahm dann die kleine Sense zwischen die Zähne und sprang von der Hand herunter. Sie landete auf dem Boden des Klassenzimmers und lief an den Pulten vorbei. »Du hast nicht einmal Pfoten und Schnurrhaare«, sagte Susanne. »Zumindest keine richtigen.« Das Skelett trat durch die Wand. Susanne senkte den Kopf und konzentrierte sich ganz auf die Lektüre von Schlimmerwahns Teilbarkeitsparadoxon. Es bewies die Unmöglichkeit, von einem Holzklotz zu fallen. So, wieder müssen wir ein bisschen weiterblättern. Jawohl. Susanne erwachte. Etwas zupfte an ihrem Ohr. Sie öffnete die Augen. Oh nein. Sie setzte sich im Bett auf. Die anderen Mädchen schliefen. Das Fenster stand offen, denn Frau Anstand und ihre Kolleginnen hielten frische Luft für sehr wichtig. Es gab jede Menge von ihr und gratis noch dazu. Das Rattenskelett kletterte auf den Fenstersims und vergewisserte sich, dass die junge Dame in seine Richtung blickte, bevor es in die Nacht sprang. Susanne hatte jetzt zwei Möglichkeiten.
Entweder sie legte sich wieder hin, oder sie folgte der Ratte. Die zweite Alternative war zweifellos die dümmere. So verhielten sich sentimentale Leute in schmalzigen Büchern, naive, unerfahrene Mädchen, die in idiotische Welten voller Kobolde und sprechender Tiere gerieten. Mädchen, denen immer etwas zustieß, die nie Eigeninitiative entfalteten. Sie wanderten einfach umher und gaben Kommentare ab wie: Ach du liebe Güte. Ein vernünftiger Mensch wäre innerhalb kurzer Zeit imstande gewesen, alles richtig zu organisieren. Wenn sie genauer darüber nachdachte, die Sache übte einen gewissen Reiz aus. Es gab zu viele wirre Gedanken auf der Welt. Susanne hatte immer geglaubt, es sei ihre Aufgabe und die anderer Leute, wie sie, falls es welche gab, Ordnung zu schaffen. Sie streifte den Morgenmantel über, schob sich über den Fenstersims nach draußen und landete kurze Zeit später in einem Blumenbeet. Die Ratte huschte als winziger Schemel über den vom Mondschein erhellten Rasen. Susanne folgte ihr zum Stall, wo das kleine Skelett in den Schatten verschwand. Sie blieb stehen, fröstelte, kam sich wie eine Närrin vor und beobachtete kurz darauf, wie das Skelett ein größeres Etwas aus der Finsternis zerrte. Das Ding sah aus wie ein Lumpenbündel. Die Ratte trat um das Etwas herum und versetzte ihm einen energischen Tritt. »Schon gut, schon gut!« Das Bündel öffnete ein Auge, spähte umher und richtete den Blick schließlich auf Susanne. »Ich warne dich«, krächzte es. »Erwarte bloß nicht das N-Wort von mir.« »Wie bitte?« Das Bündel rollte zur Seite, richtete sich auf und breitete zwei schmutzige Flügel aus. Die Ratte trat jetzt nicht mehr danach. »Ich bin ein Rabe, wie du siehst. Einer der wenigen sprechenden Vögel.« Wenn mich die Leute sehen, sagen die meisten: Oh, du bist ein Rabe. Na los, sag das N-Wort. Wenn ich nur einen Cent für jede Aufforderung bekäme. Quiek! Schon gut, schon gut. Der Rabe plusterte sich auf. Das hier ist der Rattentod. Dir sind sicher der Kapuzenmantel und die Sense aufgefallen, nicht wahr? Tod der Ratten, ein hohes Tier bei allen Nagern. Der Rattentod verneigte sich. Verbringt viel Zeit unter Scheunen und überall dort, wo Menschen einen Teller mit Klei und Strichnin hinstellen, sagte der Rabe. Sehr pflichtbewusst und gewissenhaft. Was will er von mir? Fragte Susanne. Ich bin keine Ratte. Sehr scharfsinnig, erwiderte der Rabe. Hör mal, ich habe mich um diese Sache gebeten. In aller Seelenruhe schlief ich auf meinem Schädel und dann zog mich jemand am Bein. Als Rabe bin ich von Natur aus ein okkulter Vogel. Entschuldige bitte, unterbrach Susanne. Ich weiß, dass dies nur ein Traum ist, aber ich möchte ihn richtig verstehen. Du hast auf deinem Schädel geschlafen? Oh, nicht auf meinem Schädel. Er gehörte jemand anders. Wem? Der Rabe rollte die Augen in verschiedene Richtungen. Er schien sie nicht synchronisieren zu können. Susanne widerstand nur mit Mühe der Versuchung, ihren Bewegungen zu folgen. Wer soll ich das wissen? Entgegnete der Vogel. Glaubst du etwa, dass ein Name draufsteht? Es ist nur ein Schädel. Ich arbeite für einen Zauberer drüben in der Stadt. Den ganzen Tag über sitze ich auf dem Schädel und mache Krah, wenn sich jemand nähert. Warum? Weil auf einem Schädel sitzen und Krah machen einen mindestens ebenso wichtigen Beitrag für die richtige Atmosphäre im Arbeitszimmer eines Zauberers leistet, wie der ausgestopfte Alligator an der Decke. Weißt du denn gar nichts? Ich dachte immer, darüber wissen selbst Leute Bescheid, die nur wenig wissen. Wenn ein Zauberer keinen Rahmen hat, der auf einem Schädel sitzt und Krah macht, das ist wie keine Flaschen zu haben, in denen grüne Flüssigkeit blublablublat. Quack! Menschen brauchen immer eine Einleitung, sagte der Rabe und seufzte. Ein Auge peilte Susanne an. Die Feinheiten sind ihm völlig gleich. Ratten diskutieren keine philosophischen Dinge, wenn sie tot sind. Wie dem auch sei, ich bin hier weit und breit der Einzige, der sprechen kann. Menschen können sprechen, warf Susanne ein. Oh ja, bestätigte der Rabe. Aber ein wichtiger Unterschied ist, dass sie nicht Gefahr laufen, mitten in der Nacht von einem Rattenskelett geweckt zu werden, das dringend einen Dolmetscher braucht. Außerdem können Menschen den Rattentod gar nicht sehen. Ich sehe ihn. Da hast du den kritischen Punkt berührt, sagte der Rabe. Man könnte auch sagen, du hast ins Schwarze getroffen. Hör mal, sagte Susanne, ich glaube überhaupt nichts von dieser ganzen Angelegenheit. Ich halte es für absurd zu glauben, dass es einen Rattentod gibt, ausgestattet mit Kapuzenmantel und Sense. Ich stehe direkt vor dir. Das ist noch lange kein Grund, seine Existenz auch nur in Erwägung zu ziehen.
Ganz offensichtlich bist du richtig gebildet, bemerkte der Rabe verdrießlich. Susanne starrte auf den Rattentod hinab. In seinen kleinen, leeren Augenhöhlen glühte es blau. Tja, und wie die Geschichte mit Susanne, Stohelit, dem Raben, dem Rattentod, mit Albert, mit dem Tod und mit Imp, dem Baden, ausgeht, das könnt ihr selber erfahren, selber nachlesen in Terry Pratchetts Rollende Steine Soul Music. No? Meine Empfehlung und meine Vorlesefolge heute für Bubblefish an seinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.